Meine lieben Aktienfreunde, ich schmeiße 3M und Unilever raus aus dem Starterdepot und stattdessen werde ich zwei andere Aktien kaufen. Warum ich mich von 3M und Unilever trenne und welche Aktien ich stattdessen kaufen werde, das erfahrt ihr in diesem Video. Zunächst aber mal ein gesundes und glückliches neues Börsenjahr 2024 wünsche ich euch. Dass das Börsenjahr erfolgreich wird, hoffe ich natürlich, aber mal so ganz unter uns. So richtig wichtig ist das nicht, wenn wir langfristig investieren. Wisst ihr noch, wenn ihr langfristig schon dabei seid, wie das Börsenjahr 2016 gelaufen ist oder 2017 oder 2018, 2019 etc.? Gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir langfristig investieren und zwar in erfolgversprechende Unternehmen, in Qualitätsaktien investieren. Und dafür stehen wir beim Aktienfinder. Und dass wir das können, zeigt unter anderem auch das Starterdepot, was es seit 2019 gibt, was sehr, sehr gut performt. Hier nochmal, weil es so schön ist, aus Portfolio-Performance über die letzten 4 Jahre hier der Benchmark-Vergleich, woraus ersichtlich wird, dass wir die gesamten Dividenden-ETFs, wir fahren ja eine Dividendenstrategie im Starterdepot, dynamischen Dividendenwachstums, dass wir diese ganzen Dividenden-ETFs hinter uns lassen. Und ein Kopf-an-Kopf-Rennen uns liefern mit dem MSCI World, der ja keine Dividendenstrategie fährt. Ist schon ein sehr gutes Ergebnis. Und ich denke, da geht aber noch ein bisschen mehr, denn wenn wir uns mal die einzelnen Aktien anschauen, hier in die Bestände, nein, hier reingehen, genau, dann sehen wir, dass wir dann ein paar Verlierer haben. Jetzt muss ich mal schauen, das ist das Dividendendepot. Ich möchte das Starterdepot haben. Wir haben also ein paar Verlierer und meistens ist es auch so, dass da die Aktien drin sind, die tendenziell Verkaufskandidaten sind. Also nicht hier oben bei den Gewinnern, auch wenn die teilweise in Überbewertungen reinlaufen. Wir trennen uns nicht von den gut laufenden Pferden, die unsere Erwartungen getroffen oder sogar übertroffen haben, sondern wir müssen uns eher die Frage stellen, was da unten sozusagen verkehrt ist und ob es nicht bessere Alternativen gibt. Natürlich das Ganze mit ruhiger Hand. Und dass ich diese ruhige Hand habe, habe ich ja bewiesen, indem ich 4 Jahre gar nichts gemacht habe. Aber jetzt eben von 2023 auf 2024 ist mal die Zeit gekommen, tatsächlich etwas zu tun. Ich habe euch übrigens auch gefragt, welche Aktien ihr verkaufenswert haltet, wo man umschichten könnte. Und hier war übrigens, ich konnte nur die 4 auf Instagram zur Auswahl stellen. Das sind die mit den höchsten Kursverlusten. Getrennt haben wir uns hier bereits von Adidas. Und Fresenius und hier Tencent wäre eurer Meinung nach der nächste Kandidat, dann 3M, Unilever und Diageo, aber vor allem Tencent und dann 3M. Und ich trenne mich jetzt von 3M und Unilever. Zu Tencent habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, aber da möchte ich jetzt erstmal noch nichts zu verraten. Wir fokussieren uns auf 3M und Unilever. Und ihr seht die Aktien hier. 3M und Unilever sind beide im Minus. Tencent ist noch stärker im Minus. Ja, warum mache ich das? Warum trenne ich mich von den Aktien? Was sind meine grundlegenden Gedanken dazu? Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass ich das erkläre, damit es nachvollziehbar ist und damit ihr auch selbst etwas lernen könnt für eure eigenen Depots. Mein Ziel ist es jetzt, mit dieser Depotumstrukturierung nochmal einen zuverlässigeren Vermögenszuwachs zu erzielen. Und wenn wir hier in das Diagramm gehen, dann seht ihr, was ich meine mit Vermögenszuwachs. Man muss jetzt auch vor Augen führen, dass wir das Starterdepot haben wir angefangen 2019, hier im Juli, quasi mit Null. Und dann kam hier, das ist hier der Vermögenszuwachs im Starterdepot und das hier der Vermögenszuwachs im Digi-Dividendendepot. Und das ist gesamthaft die beiden Echtgelddepots, die öffentlich einsehbar sind. Und die haben jetzt einen Depotwert gemeinsam ungefähr 63.000 Euro. Und das ist für mich jetzt auch schon eine kleine Summe. Und da macht es ja auch schon eine gewisse Motivation, das Beste draus zu machen. Natürlich auch in eurem Sinne, weil ihr das Ganze einsehen könnt. Und ich möchte zum einen die, in Anführungszeichen, Verliereraktien, wo ich so Zweifel habe, da rausnehmen, um noch bessere Performance zu erzielen. Ich glaube, das ist klar. Beim Starterdepot speziell möchte ich auch mehr, ich möchte auch mehr fokussieren. Also ich möchte im Starterdepot einen höheren Dividendenzuwachs haben. Im Starterdepot, da geht es ja um das dynamische Dividendenwachstum und hier im Digi-Dividendendepot geht es um hohe Dividenden von Anfang an. Und
3M und Unilever sind zwei Aktien, die eigentlich streng genommen nicht wirklich für dynamisches Dividendenwachstum stehen. Man kann dann natürlich die Frage stellen, ja, warum habt ihr denn oder warum hast du sie denn damals aufgenommen? Da muss man wieder zurückblicken im Jahr 2019. Das war anders als das heutige Jahr, nicht bezüglich des dynamischen Dividendenwachstums der Unternehmen, sondern weil es damals noch sehr wenig, deutlich weniger als heute, sparplanfähige Aktien gegeben hat. Vielleicht ein Zehntel, falls überhaupt, war damals bei der Consorsbank besparbar. Und da hat man halt auch mal gesagt, okay, wir nehmen auch mal Dividendenaktien rein, die weniger Dynamik haben, aber dafür quasi so als Stabilitätsanker fungieren sollen. Bei Unilever hat es eigentlich noch so weit geklappt, bei 3M nicht. Warum? Kommen wir noch drauf. Jetzt aber haben wir allein bei der Consorsbank über 5000 Aktien besparbar. Auch im Aktienfinder haben wir dreimal mehr Aktien abgedeckt, als es damals der Fall war. Wir haben also eine viel größere Auswahl. Es reicht ja nicht zu sagen, ich will mich von der Aktie trennen. Ich muss ja auch ein besseres Investment haben, ein erfolgversprechenderes Investment haben. Und aus meiner Sicht ist das jetzt auch der Fall. Also einen stärkeren Fokus wollen wir haben auf hier, wo sollen Aktien drin sein, die tatsächlich dynamisches Dividendenwachstum haben. Und hier sollen dann die Aktien sein, die die dicken Dividenden haben. Und gerade bei Unilever und 3M ist es so, dass die auch hier drin sind, im dicke Dividendendepot. Das könnt ihr ja dann auch hier sehen. Hier ist das Starterdepot und hier im Echke-Depot ist das dicke Dividendendepot. In beiden, einmal im Starterdepot, wenn wir nach Positionen gehen, sind wir Unilever unter 3M. Und wenn ich ins dicke Dividendendepot gehe, dann haben wir dieselben Burschen nochmal, 3M hier und Unilever. Und wir haben also eine Doppelung quasi. Und das ist natürlich auch ein Klumpenrisiko, vor allem bei einer Aktie wie momentan 3M. Und das möchte ich auch nicht drin haben. Also eine bessere Diversifikation, eine stärkere Fokussierung, besseres Herausarbeiten der Anlagestrategie, ein speziell höheres Dividendenwachstum im Starterdepot. Das sind so die Gründe und ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Das sind ja im Prinzip auch die übergreifenden Gründe, warum ich mich von Unilever und 3M trenne. Wobei es bei 3M noch zwei Sondergründe gibt. Das mag interessant sein, weil der ein oder andere da vielleicht auch 3M hat und sich dann auch überlegt, was er mit der Aktie machen soll. Also gucken wir uns jetzt zuerst mal die 3M-Aktie an, die ist ja bereits ausgewählt. Was sind die Gründe? Der eine Grund ist selbstverständlich die Strafzahlung. Oder sagen wir jetzt erstmal, wenn ich die Aktie verkaufe, was passiert denn dann? Wie würde ich denn die Aktie verkaufen? Das ist vielleicht auch noch interessant. Wir haben ja die Vermögensaufstellung, dann haben wir hier 3M und ihr seht, da würden dann Verluste realisiert in Höhe von 317 Euro. Und würde noch 1.183 Euro kriegen. Investiert habe ich aber 1.500 Euro. Das sind also entsprechend die Kursverluste. Sie werden etwas gemildert durch 117 Euro an Dividende, alles brutto. Das heißt, dann wären es noch 200 Euro Verlust. Also 1.300 Euro wären dann quasi noch darüber gekommen. Ist nicht schön, aber besser ein Schrecken ohne Ende. Nein, umgekehrt. Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, ne? Okay, das heißt, diese 11,9 Aktien würde ich dann eben entsprechend verkaufen. Jetzt aber mal kurz zu 3M. Und da haben wir zum einen die Rechtsstreitigkeit mit den Strafzahlungen, die auch die Dividende bedrohen. Wir haben hier eine Analyse gemacht im Ende September letzten Jahres, was hätte ich noch dieses Jahres gesagt, also nicht alt. Und was wir gemacht haben, wir haben auch geschaut, ob die Dividende sicher ist. Und das ist hier sehr wertvoll. Wir haben hier die außergewöhnlichen Belastungen über die verschiedenen Geschäftsjahre in der Zukunft aus den Rechtsstreitigkeiten mit der defekten Militärohrstöpsel und dieser Forever-Chemikalien genommen und dann runtergebrochen und gesagt, wie viel wird das denn den freien Cashflow belasten und wird der freie Cashflow dann noch die Dividenden decken können, wenn wir hier die Strafzahlungen, so nenne ich es jetzt mal, mit berücksichtigen. Das sind alles noch Schätzungen. Das heißt nicht so, dass es auch wirklich so kommen muss. Natürlich sind auch Schätzungen, ob der freie Cashflow in Zukunft sein wird. Was aber die Analyse dann gezeigt hat, ist, dass wir ja 6 Quartale mit Unterdeckung haben. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat man dann auch gesehen, steht alles dann hier im Text drin, dass die Bilanz
von 3M gut genug wäre, um diese Durststrecke zu überwinden. Und dass es also nicht unbedingt zu einer Dividendenkürzung kommen muss. Trotzdem ist das Ganze natürlich eine Belastung. 3M ist eine Aktie, sage ich immer wieder, mit einem hohen Risikorenditeprofil, also nicht das, was man eigentlich früher erwartet hat von der 3M-Aktie. Hohes Risiko natürlich wegen der Strafzahlung, hohe Rendite, weil wenn sich herauskristallisieren sollte, dass auch hier irgendwann das Ende des Schreckens erreicht ist, also irgendwann sind die Unsicherheiten draußen aus den Strafverfahren, dann denkt man, da kommt nichts mehr und es erscheint managebar, also verwaltbar und die Dividenden nicht in Gefahr, dann wird der Aktienkurs deutlich steigen. Wir haben ja hier den Aktienkurs und das seht ihr ja hier, seit 2018 ging es im Prinzip deutlich bergab, hat die Aktie über die Hälfte an Wert verloren. Und wenn man jetzt noch mal ein bisschen näher reinzoomt, year to date, also logarithmisch macht, dann sieht man, dass der Abverkauf erstmal weiterging und jetzt hat sich die Aktie mal scheinbar erst fürs Erste gefangen, von 86 Euro auf 109 Euro wieder gestiegen. Das ist eine Rendite von knapp 28%. Und wie es jetzt weitergeht, wissen wir erstmal nicht. Wir wissen nur, dass das Risikoprofil eben entsprechend auch hoch ist, weil es kann ja auch sein, dass da noch was nachkommt, so Bayer-mäßig, und die Dividende am Ende doch gekürzt werden muss. Weiß man nicht. Auf jeden Fall will ich nicht diese Aktie haben, sowohl im Stadtdepot als auch im Digi-Dividenden-Depot, weshalb ich mich von dieser Aktie trenne. Es gibt aber noch einen anderen Grund, warum ich mich von der Aktie trenne, und zwar den Spin-off des Gesundheitssegments von 3M, der im nächsten, also in diesem Jahr stattfinden soll, in wenigen Monaten. Wenn wir in die Segmente reingehen, dann handelt es sich hier um dieses Healthcare-Segment in dunkelblau. Das sollte das hier sein. Und wenn wir auf die Margen schauen, dann sehen wir, dass es ausgerechnet das Segment ist mit den höchsten operativen Margen. Von denen trennt sich 3M und das Rumpf-3M-Unternehmen wird entsprechend margenschwächer werden. Und wenn wir uns dann auch nochmal anschauen hier, wie es mit der Umsatzentwicklung ausgesehen hat vom Healthcare-Segment, dann sieht man, dass es in den letzten Jahren richtig gut war, hier in der Konsolidierung, aber auf hohem Niveau und deutlich besser als andere Segmente. Das heißt, 3M wird bald ein Standbein, ein lukratives, profitables Standbein verlieren. Und das Investment in das Unternehmen macht es für mich dann eher weniger attraktiv. Also ein zusätzlicher Grund. Im Digi-Dividenden-Depot bleibt 3M aber drinnen. Jetzt ist natürlich die Frage, welches Unternehmen soll denn 3M ersetzen? Und ich versuche die Branchengewichtung, die wir ja hier haben und auch angezeigt haben, hier ist die Branchengewichtung, das Stadtdepot nach Branchen. Ich versuche diese Gewichtung auch beizuhalten, weil aus meiner Sicht ist es sehr schön diversifiziert und es ist schon okay, wenn da einige Branchen drin sind, die weniger hohes Dividendenwachstum haben als andere Branchen, wenn es der Diversifikation zuträglich ist, weil das Stadtdepot ist ja nicht zufällig eine extrem niedrige Volatilität im Vergleich zu allen anderen, sogar niedrigere Volatilität als der MSCI World mit über 1600 Unternehmen, hat das Stadtdepot mit 20 Unternehmen. Das muss man sich mal geben, seit 2019. Also nicht nur gestern oder so. Und das ist nicht nur der Auswahl, also es ist natürlich in erster Linie der Auswahl der einzelnen Aktien zu verdanken, aber auch hier der Diversifikation über Branchen hinweg. Und deshalb möchte ich hier weiterhin in einer ähnlichen Industriebranche bleiben, wie es 3M halt ist, bei 3M der Fall ist. Und da habe ich jetzt was gefunden. Und zwar Trommelwirbel, Trommelwirbel, Illinois Toolworks. Dieses Unternehmen wird 3M ersetzen. Ist auch ein Industriekonglomerat. Das heißt, ist nicht ganz einfach erklärt, was denn da alles so machen. Reicht ja schon, wenn man in Segmente reingeht. Das sieht man dann hier, dass die unterschiedlichsten Dinge tun. Ich habe hier mal einen kleinen Link. Und da sieht man hier auch nochmal, was die tun. Das sind ja die Segmente, was wir Aktienfinder sehen. Das sehen wir hier
Automobilzulieferer, dann ja Bauzubehör in Anführungszeichen, die bauen auch Küchen und viel mehr, haben auch Chemikalien. Testsysteme machen die auch für Belastungstests, wann reißt die Schuhsohle, alles Mögliche. Wir machen sehr viele Dinge, aber die Dinge, die sie machen, tun sie relativ gut. Illinois Toolworks, müssen wir mal gucken. Wir haben die Aktie ebenfalls analysiert vor kurzem in Illinois. Schreibt man natürlich mit N. So, da ist es. US-Konglomerat als Outperformer lohnt sich der Einstieg. Und man hat da, er kennt vielleicht Danaher, die ja so eine spezielle Unternehmensphilosophie haben, die ihnen zum Erfolg verhilft. Und hier haben wir was Ähnliches mit dem, ja, so eine ähnliche Philosophie bei Illinois Toolworks, zu sagen, wir konzentrieren uns auf die wichtigsten 80%, wie wir viele der Kunden oder der Produkte, das wäre das hier, das Pareto-Prinzip, oder hier Customer Back Innovation. Also ihr könnt es dann hier alles durchlesen, da ist dann auch das Geschäftsmodell nochmal in Kürze erklärt. Ich vermute mal, dass es sich hier um eine Premium-Analyse handelt. Ich tue euch den Gefallen. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Wenn ich es vergessen sollte, schreibt mir das in den Kommentar rein. Ihr schaltet die Analyse für euch frei, dass die kostenlos verfügbar ist. Und dann könnt ihr das Ganze lesen. Ist fast ein Jahr alt, aber sicherlich noch trotzdem aktuell, insbesondere was das Unternehmen macht. Man sieht, dass es relativ gut läuft. Auch der Thema auch einen Fokus auf steigende Margen. Gerne auch geben Sie Umsätze ab, wenn Sie nicht so zum Geschäftserfolg beitragen oder wenn Sie relativ margenschwach sind und fokussieren sich dann eben auf das, was besser läuft. Und das sieht man dann hier, wie das aussieht. Man sieht, dass die Umsätze stagnieren und zwar seit dem Jahr 2007. Aber das ist nicht schlimm, weil die Margen hier gestiegen sind. Im Jahr 2007 lag die operative bei Marge bei 16,2% und jetzt liegt sie bei 25,9%, also ungefähr 9% höher. Und das ist exorbitant und man sieht das dann auch hier am operativen Cashflow. Hier 2,7, da lag er bei 4,50 US-Dollar und jetzt liegt er mehr als doppelt, ist er mehr als doppelt so hoch. Und beim bereinigten Gewinn ungefähr das Gleiche. Und deshalb kann man auch seine Dividenden schön steigern. Ihr seht auch, dass die Dividenden schön gedeckt sind, auch vom freien Cashflow, auch vom Gewinn, auch vom bilanzierten Gewinn, bereinigten Gewinn. Also insoweit alles in grünen Tüchern. Und wenn wir hier, oder trockene Tücher, übrigens die Marktkapitalisierung von Illinois Toolworks ist höher als die von 3M. Wir haben auch hier einen Dividendenaristokraten. Worauf es mir jetzt auch nochmal ankommt, ist hier der Zuwachs der Dividenden jährlich auf die letzten 10 oder 5 Jahre liegt deutlich über dem, was 3M zustande gekriegt hat, auch wenn wir hier eine Verlangsamung haben. Aber das Prozessrisiko beispielsweise haben wir natürlich auch nicht. Man sieht ja auch beim Qualitätsscore, dass Illinois Toolworks mit einer 7 deutlich besser abschneidet als 3M mit einer 5. Insofern denke ich, ist es hoffentlich nachvollziehbar. Was wichtig ist noch, ist natürlich dann die Bewertung und auch immer nett zu sehen, ist natürlich die Dividende. Gehen wir erstmal hier in die Dividendenrendite, die Entwicklung der historischen Dividendenrendite rein. Dann sehen wir hier, dass wir mit einer aktuellen Dividendenrendite von 2,1% natürlich deutlich unter dem sind, was 3M bietet mit 5,5%. Wir sind sogar, wenn wir mal so ein paar Korridore, um das langfristige Mittel der Dividende zu erschließen, drüber legen, wie zum Beispiel diesen 5-Jahres-Korridor, da war im 5-Jahres-Schnitt lag die Dividende bei 2,3%. Also gab es mehr als das, was es momentan gibt. Das deutet schon an, dass die Aktie möglicherweise derzeit nicht so günstig zu haben ist. Wenn wir uns die Performance mal anschauen, das ist jetzt hier, year to date, hat Illinois Toolworks eine Rendite abgeworfen von 21%, davon 19% Kursgewinne. Und wenn wir auf 10 Jahre zurückgehen, dann sehen wir hier, die Aktie notiert auf Allzeithoch. Im Kontrast natürlich zu 3M. Die Aktien sind quasi gleich gelaufen eine Zeit lang. Und dann hier hat es dann angefangen, sich zu trennen. Und hier sehen wir, wie extrem die Schere auseinandergelaufen ist.
Und wir wechseln jetzt quasi das Pferd und satteln um auf den Gewinner. Wenn wir jetzt mal den Fernwert anschauen, mal sehen wir auch hier das Allzeithoch, um rauszukriegen, so ein Gespür zu haben, mit was für einer Rendite wir da jetzt auf die nächsten Jahre rechnen können, dann sehen wir natürlich Folgendes, was nicht überraschend sein sollte, dass die Aktie überbewertet ist. Besserer Zeitpunkt wäre gewesen im Oktober, Ende Oktober, Anfang November. Jetzt ist die Aktie erstmal nochmal sehr gut performt. Das heißt, wir haben hier ein Korrekturpotenzial, das sogar zweistellig ist aufs nächste Jahr, also um die 10%. Und wenn wir jetzt quasi kaufen würden beim aktuellen Kurs hier, dann hätten wir bis 2027, also auf 4 Jahre quasi, eine jährliche Renditeerwartung von 3,9%. Das haut mich jetzt nicht wirklich um. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite möchte ich natürlich im Steuerdepot Qualität haben, das Risiko reduzieren, Redundanz reduzieren. Und da wäre es natürlich Illinois Tool Works besser. Ich scheue mich aber jetzt auch bei dem hohen Preis, einen Einzelkauf, Einmalkauf zu machen. Ich möchte aber 3M loswerden im Steuerdepot. Was habe ich mir deshalb überlegt? Also ihr seht hier Praxisbeispiele. Das sind Beispiele aus dem Leben. Und was habe ich mir überlegt? Ich habe mir überlegt, ich habe jetzt den Sparplan von 3M Starterdepot bereits gelöscht. Ich werde die 3M-Aktien jetzt dann verkaufen, Anfang diesen Monats. Sparplan einrichten für Illinois Tool Works. Normalerweise besparen wir die Aktien für 50 Euro. Ich werde jetzt was anderes machen. Nochmal normalerweise, wenn ich eine Aktie rausschmeiße und ersetze durch eine andere Aktie, dann natürlich löse ich den Sparplan von der alten Aktie. Ich löse die Position auf der alten Aktie. Ich richte den Sparplan der neuen Aktie ein, auch über 50 Euro. Und ich kaufe für eine ähnliche Summe über einen Einmalkauf die neue Aktie. Hier machen wir es ein bisschen anders, oder ich. Ich werde hingehen. Also den Einmalkauf herauszögern. Mir ist die Renditeerwartung zu wenig, beziehungsweise das Rückschlagspotenzial zu hoch. Ich warte. Ich werde hier ein Kauflimit setzen auf 230, nicht Euro, sondern US-Dollar. Und 230 US-Dollar sind Pi mal Daumen jetzt hier. Und dann hätten wir hier Renditepotenzial nicht mehr von 3,9, sondern 7%, sogar ein bisschen mehr, weil es zwei hier noch 2 Dollar drüber liegen. Und damit kann ich mich anfreunden. Jetzt ist es natürlich so, dass wir nie wissen, wann die Aktie korrigiert. Streng genommen können wir nicht mal sagen, ob sie irgendwann korrigieren wird. Ich gehe davon aus, bin da relativ zuversichtlich und ich habe Zeit. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist diese Ungewissheit da. Man will die Aktie eigentlich haben im Depot, aber man hat sie noch nicht, weil man nur ein Kauflimit hat, was noch nicht ausgelöst wurde. Deshalb möchte ich den Sparplan einrichten, ganz normal, die Aktie schon mal besparen, aber nicht für 50 Euro, sondern auf 100 Euro. Das heißt, wir bauen die Position quasi beschleunigt auf über Sparpläne. Und wenn irgendwann dieses Kauflimit erreicht ist von 230 Dollar, dann werde ich einen Einmalkauf tätigen und den Sparplan zurückstutzen auf die üblichen 50 Euro. Das ist der Sinn von dem Ganzen. Und angenommen, das ginge die ganze Zeit, jetzt würde das so ähnlich hier seitwärts laufen, aber es käme nicht zu den 230. Da würde mir halt hier die ganze Zeit kaufen, immer 100 Euro, also für 1200 Euro im Monat. Und ungefähr nach 14 Monaten, nee, länger, nach 28 Monaten, also nach 2 Jahren und 4 Monaten ungefähr, wäre dann eh das Geld investiert über die Sparpläne, über den Cost-Average-Effekt auch hinweg und dann bräuchte ich auch keinen Einmalkauf mehr machen. Also, das ist meine Grundidee, okay? Ich hoffe, das kam verständlich rüber. Jetzt das nächste. Das war 3M und Unilever will ich ja auch verkaufen, wisst ihr ja. Und ich habe die Gründe schon erklärt. Hier gibt es keinen spezifischen, unternehmensspezifischen Grund. Hier geht es einfach darum, dass wir hier kein dynamisches Dividendenwachstum haben und wir haben diese Doppelung.
was ich alles eingangs erklärt hatte. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Aktie soll denn Unilever ablösen? Und die Hershey Company. Ihr habt es schon öfter gehört in den letzten Videos und ich habe die auch im allerletzten Video, also im eins vorherigen Video analysiert. Das ist alles nicht ganz zufällig. Und wir haben bei der Hershey Company eine Qualitätsaktie und wir haben hier natürlich weniger Dividende, 2,4% statt 4%, aber auch hier wieder, wenn ihr euch das Dividendenwachstum anschaut, dann haben wir ein zweistelliges Dividendenwachstum im Vergleich zu niedrigem einstelligen oder maximal mittlerem einstelligen Dividendenwachstum bei Unilever. Unilever ist eine gute Aktie, ist ein gutes Unternehmen, ist deshalb auch im Starterdepot gewesen, bald muss ich sagen gewesen, aber wird auch deshalb noch im Starterdepot, im dicke Dividendendepot bleiben. Da passt sie schön hin mit um die 4% Dividende, dynamisches Dividendenwachstum da weniger. Und The Hershey Company ist insofern interessant, als dass die Aktie stark korrigiert hat und jetzt relativ günstig zu haben ist. Ich verweise auf mein vorheriges Video, wo ich The Hershey Company auch analysiert habe. Und wir haben die Aktie auch selbst analysiert bei uns im Börsenbrief. Also hier könnt ihr dann auch nochmal lesen das Ganze. Hier müsste es dann irgendwo sein. Hier The Hershey Company und die Analyse ist ziemlich frisch, auch noch vom 13. Oktober 2023. Weil die Aktie relativ günstig bewertet ist jetzt, gründe bitte anderes Video. Deshalb habe ich hier überhaupt keine Probleme, die Unilever-Position natürlich aufzulösen und über eine Einmalzahlung The Hershey Company zu erwerben. Das heißt, ich werde jetzt meine 31,7 Aktien sind es, von Unilever, hier sind die 31,7 Verkäufern, 136 Euro Kursverlust, wird gemildert, stark gemildert durch 110 Euro Dividenden und dann gibt es The Hershey Company. Die werde ich jetzt auch den Sparplan einrichten, habe ich auch schon gemacht, zum ersten Mal wieder ausgeführt am 7. genauso wie auch der Sparplan von Unilever Toolworks und dann werde ich den Sparplan auf den 1. vor verschieben, dann, damit das Ganze dann wieder gleich getaktet ist. Ja, das ist es. So geht es weiter mit der Umstrukturierung des Starterdepots. Ich hoffe, das macht für euch alles Sinn. Das ist verständlich. Also keine Kauf- oder keine, auch in dem Fall auch keine Verkaufsempfehlung. Ihr seht auch, dass es alles sehr, sehr individuell ist. Hätte ich das dicke Dividendendepot nicht, hätte ich mich vermutlich auch nicht oder würde ich mich vermutlich auch nicht von Unilever trennen. Also ihr seht, wie individuell das Ganze ist. Und ihr seht auch, wie wichtig ich die jeweilige Anlagestrategie nehme, dass da auch der Fokus quasi erhalten bleibt. Und ich werde weiterhin mit ruhiger Hand das Starterdepot und selbstverständlich auch das dicke Dividendendepot führen. Aber das heißt nicht, dass es jetzt die letzte Umstrukturierung gewesen ist. Ich denke, da kommt in Kürze nochmal was nach und dann soll es das aber gewesen sein. Und dann lassen wir das Depot Minimum für den Rest des Jahres einfach so laufen, wie es momentan ist und machen uns dann Gedanken über eine weitere Umstrukturierung in the time to come, wenn das Jahr 2024 bereits Geschichte sein wird, vermute ich. Okay, das Video ging jetzt ein bisschen länger, aber es sind eben auch einfach so grundlegende Überlegungen drin, mit denen mehr oder weniger dann auch jeder Investor konfrontiert sein wird und ich finde deshalb auch sehr, sehr wichtig, diese Überlegungen öffentlich zu machen, damit ihr ja dann vielleicht bei euren eigenen Depots auch, hoffe ich doch, bessere, nachvollziehbare, erfolgversprechendere Entscheidungen treffen könnt. Weil es gibt nicht viele solche Depots, geschweige denn Projekte, die kostenlos einsehbar sind, wie das Depot und das DG Dividendendepot. Es wechselt jetzt also so ein bisschen vom Community-Projekt, das am Anfang zu 90% gewesen ist, hin zu einem Thorsten Tiet-Projekt, wenn man so möchte. Aber ich denke, hier ist mein Geld und ihr werdet mir nachsehen, dass ich mein Geld möglichst erfolgreich anlegen möchte.
Gut, nochmal danke fürs Zuschauen. Schreibt gerne in die Kommentare rein, was ihr davon denkt. Wenn irgendwas unverständlich ist, schreibt auch in die Kommentare rein. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, schreibt es auch in die Kommentare rein. Ich lese jeden einzelnen Kommentar und freue mich drauf. Ich freue mich auch, dass ihr jetzt so lange zugeschaut habt. Dann noch bis zum nächsten Video und alles Gute. Ciao.